So, nach dem vierten Tag geht mein Experiment zu Ende und ich erzähle euch mal, wie es für mich war. Positiv war auf jeden Fall, dass ich mir Zeit gespart habe beim Zubereiten meiner Mahlzeiten und ich hatte auch keine körperlichen Mangelerscheinungen, außer dem Hunger, den konnte ich aber immer stillen, indem ich einen neuen Shake getrunken habe. Negativ war allerdings, dass mir irgendwie nach einer Zeit gefehlt hat, eine Mahlzeit zu genießen und der Geschmack immer derselbe war. Empfehlen kann ich das Leuten, die tatsächlich über den Tag vielleicht mal wenig Zeit haben und einen Shake sich schnell in die Tasche packen wollen. Die können damit gut klarkommen. Allerdings kann ich das nicht empfehlen, wenn ihr das dauerhaft als Ersatz für eure Mahlzeit nehmen wollt. Es fehlt einfach irgendwann der Spaß am Genießen einer Mahlzeit und auch der soziale Faktor, sich mit Freunden treffen, abends gemeinsam mit der Freundin vielleicht mal etwas zusammen zu kochen, das fällt weg. Und es war für mich am Ende mehr Quälerei als alles andere und deswegen ziehe ich eher ein negatives Fazit aus diesem Experiment.